Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. So, im letzten Part haben wir uns ganz schön, verbuggt in der Majora's Mask Welt. Wir hatten hier das Loch geöffnet und sind in ein Gebiet vorgedrungen, was wahrscheinlich noch nicht so gut erreichbar ist für uns. Und ich werde wahrscheinlich jetzt einige Zeit auch erstmal nicht in dieses Loch reingehen. Okay, machen wir erstmal in Ocarina of Time weiter. Oh, what? Ich kann dann Herzcontainer kaufen. Habe ich das gerade richtig gelesen? How about buying a heart container in Ocarina of Time? Ein Container. 60 Rubine. Ich dachte eigentlich, ich kann jetzt ein paar Dings kaufen. Aber einen Container nehmen wir doch mit, oder? Kann ich bei dir noch mehr kaufen? Nee. Schade. Aber gut. Nehmen wir mit. So, mit dem Huhn zusammen können wir doch hier jetzt auch ein paar Items holen, ne? Wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle. Da oben ist nämlich ein Herzteil. Okay. Ich hätte gesagt, ich schmeiß das Huhn mal darunter. So. Und da haben wir ein Herzteil. Sehr schön. Für Ocarina of Time auch. Okay. Perfekt. Huhn sitzt auch noch da unten. Es wird schon wieder Tag. Ja gut. Der Tag- und Nachtwechsel ist hier relativ schnell. Ich denke, eine goldene Skulti sollte ich mir da trotzdem holen können. Shit. Ah. Ich hab sie schon vermisst, die schöne Musik. Perfekt. So, Huhnhammer. Dann holen wir uns jetzt hinten erstmal normalerweise noch ein Herzteil. Frage ist halt, ist es gerandomized? Das war eben nicht gerandomized. Da ist aber auch im Original ein Herzteil. Auch hier ist ein Herzteil. Hä? Ist das Zufall oder habe ich die Herzteile nicht gerandomized? Im Ocarina of Time. Okay, das war's mit dem Huhn. Oh, ist es noch da? Bleib doch mal stehen, bitte. Oh Mann. Ich werde es mir nochmal holen, das Huhn. Weil ich möchte noch darüber fliegen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil da haben wir noch zwei Höhleneingänge. So, ja, ich hätte vielleicht andersrum gehen sollen. Egal. Boah, jawohl, Fettkohle. Na, egal. So, Huhn ist wieder da. An Ort und Stelle. War auch ein ganz guter Weg, sich ein bisschen Geld zu holen. Aber ich habe halt immer noch kein Schwert oder so, ne? Ich habe nichts, womit ich mich jetzt so gegen Gegner normal wehren könnte. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Uns fehlen noch gar viele Sachen. So. Es wird hier auch alles noch richtig heftig werden. Nein, was war das denn? Weil, ich sag mal, ich muss ja jetzt an zwei Spiele denken, ne? Das wird richtig heftig. Ich habe ja schon bei einem Spiel manchmal richtig Probleme, mir da Sachen zu merken. Das wird jetzt bei zwei. Link? Nö! Grab das Huhn, Junge! Was mache ich denn für Scheiße? Okay. Machen wir später. Vielleicht werde ich auch mal schneiden und das Huhn mir dann kurz holen. Ich möchte mir erstmal kurz die Skulli holen, wenn jetzt Nacht ist. So. Wenn wir einmal hier sind, sollte man die mitnehmen. Auch ein Herzteil. Wow. Kriegen ja richtig Herzteile hinterher gepfeffert, aber für Majora's Mask diesmal. So, bei den Soras kommen wir nicht rein. Ich würde trotzdem sagen, wir holen uns jetzt nochmal schnell das Huhn.
Aber halt bescheuert, dass ich das jetzt nicht auf die Ketten bekommen habe. Aber ohne Huhn kommt man als junger Link, glaube ich, gar nicht dahin. Na, man muss ja da so hinfliegen. Ach, guck mal. Hä? Was habe ich denn für Glück? Ach, schön. Das Huhn ist einfach da gelandet irgendwie. Ja, das nenne ich mal Glück. So, zack. Sau gut. Perfekt. So. Schön. Da haben wir nämlich jetzt nochmal zwei Höhleneingänge mit potenziellen Items. Und ihr wisst, da könnte halt auch einfach mal eine Feenquelle drin sein, die uns richtig was geben kann. Zack. Und rein da. Komm, Feenquelle. Schade. Schon wieder so. Hä? In so einem Raum waren wir schon mal. Aber wofür sind diese Räume? Könnt ihr mir sagen, was das für Räume sind hier? Ich bin mega verwirrt. Ich meine, so können wir ein bisschen Geld sammeln für Majora's Mask, ja. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit in Majora's Mask. Wir sollten die gut nutzen, die Zeit. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn, ne, der Tag neu anfängt. I don't know. Deswegen vorsichtig bleiben. So, mal hier reingucken. Okay. Ich höre eine Skulti. Ansonsten können wir hier drinnen nichts machen, außer die Skulti zu holen. Frage ist, was hat diese Skulti? Ist es lohnenswert, da wiederzukommen, so schnell wie möglich? Nö, ist nur ein Skulti-Symbol. Komme ich jetzt aktuell auch nicht ran. Leider. Okay. Schade. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Es ist Tag geworden. Ich glaube, mehr können wir hier erstmal nicht machen. Ah doch. Ja. Wenn ich richtig springen könnte, könnte man noch was machen. Ich könnte den Fröschen noch den Song of Storm vorspielen. Den habe ich ja schon. Das könnte ich nochmal schnell machen. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir zurück nach Kakariko und kundschaften Kakariko mal einen Tag aus. Weil das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir waren jetzt nur in der Nacht unterwegs, haben da schon alles Skultis eingesammelt, die wir einsammeln können. Ich muss auch noch hier ein Symbol setzen. Weil ich habe ja eine Skulti eingesammelt. Boah, ob ich mir das alles merken kann. Mit den Skultis. So. Ich glaube, das ist auch der Favorite-Song von den Fröschen. Da müsste es vielleicht auch schon was geben. Nur eine Fee. Shit. Ja, eine Flasche wäre ganz cool, ne? Weil dann könnten wir mit der Flasche auch die ganzen Käfer und so in den einzelnen Löchern schon verteilen und könnten da auch nochmal ein paar Skulltis rausholen. Ja. Oh, aber wieder Kohle bekommen. Sehr schön. Sehr super nice. Boah, gefällt mir. Läuft nicht schlecht. So. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig zur... bevor Nacht wird. Wir haben auch noch hier auf der Overworld ein paar Löcher, in die ich rein kann. Und ich habe das Hühnchen. Wir könnten theoretisch zu Prinzessin Zelda gehen. So, Hühner einsammeln. Ich hoffe, es reicht eins. Und... kann ich schon in den Brunnen rein? 5 Rubine, yay. Geil. Ist der offen? Wir gucken mal kurz rein. Weil wir haben ja den Song of Storm gespielt. Dementsprechend... theoretisch müsste er leer sein. Ist er auch. Ich könnte in den Brunnen gehen. Frage ist, was kann ich da tun? Was kann ich in dem Brunnen machen? Ohne Schwert? Ein paar Skultis könnte man sich vielleicht holen.
Naja. So. Hallo. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier rüber. Hier komme ich nicht rein. Und hier war ich noch nicht drin. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, ja, da komme ich auch erstmal nicht weiter. Aber im Grunde... Was haben wir denn da Schönes? Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es ist in Rubine silberne, oder? Meint ihr, ich kann da runtertauchen? Ich glaube, das reicht nicht. Nee. Da brauche ich, wenn schon, die goldene. Oh Gott. Aber ich glaube, es sind auch nur 100 Rubine. Glaube ich. Okay. Was können wir noch machen? Auf dem Friedhof waren wir schon. Da konnten wir gerade nichts machen, auch weil wir halt kein Schwert haben. Ja, im Brunnen... Ah, ich hätte halt gerne Waffe, bevor wir in den Brunnen gehen. Ich glaube, sonst wird das da drinnen auch eher schwierig. Okay, ich glaube, ansonsten sind wir hier erstmal wieder durch. Oben kommen wir noch nicht rum. Wir könnten über die verlorenen Wälder gehen. Aber da hätte ich gesagt, wir gehen jetzt erstmal zurück ins Schloss und gehen da rein. Weil halt im Schloss, wenn du da jetzt die Prinzessin Zelda den Pfad lang gehst, sind auch viele freistehende Rubine. Vielleicht sind die gerandomized. Mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig noch ins Schloss, bevor Nacht wird. Ansonsten haben wir ja auch, wie gesagt, noch die ganze Overworld hier. Schwert und Schild wäre halt geil. Da könnte man in den Deku-Bomb gehen. Na, 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 na. Wir haben auf jeden Fall wieder schön Geld. Das ist schon mal was wert. So, hier waren wir ja überall schon drinnen. Bei Nacht waren wir auch schon unterwegs. Hm. Läuft doch eigentlich ganz gut. So. Wenn wir Talon zurückgeholt haben, könnten wir auch das Minispiel machen. Das heißt, hier können wir auch nochmal potenziell ein Item bekommen. Ich erinnere mich, dass er bei uns im Kakariko gewohnt hat. Wohnt, vor allem. Ja, da war seine Hütte, ne? Ihr erinnert euch sicherlich auch. Nee, 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 nee. Okay, ich muss immer mal gucken. Der Part geht immer sehr schnell rum. Nicht, dass ich die Zeit vergesse. Das ist mir das letzte schon passiert. Und dann waren wir ganz schnell bei, ich weiß nicht, 25 Minuten, 27? Ich glaube, in der letzten Folge ging das relativ schnell. So, ein bisschen Kohle. Ist hier eigentlich eine Skulti drin? Nee, ne? Da ist nichts drin. Nö. Okay. Dann würde ich sagen, wecken wir mal Talon auf. So. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Und jetzt, zack. Hat funktioniert. Hey, ist so cool, ey. Ja, dann weg mit dir. Kann ich da jetzt noch was ändern? Nö. Vielleicht so einen Haken dran machen, dachte ich, aber nee, geht nicht. Alles klar. So. Auch hier in dem Randomizer kann man wieder die Blöcke schneller verschieben. Die Funktion ist mega nice. Liebe ich. Und ansonsten ackert Link sich da richtig einen ab. Aber in jedem Randomizer oder Hack sind diese Funktionen eigentlich mit eingebaut. Deswegen, I love it. So. Ich hoffe, wir kriegen da drin ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob die freistehenden Rubine da drinnen gerandomized sind. Wäre auf jeden Fall geil. So, jetzt ist halt nur die Frage. Wir müssen noch warten bis Tag ist. Ansonsten sind die Wachen da immer saukrass aufgestellt. Ich habe halt kein Schwert. Das nervt mich. Das nervt mich so sehr, dass wir kein Schwert haben. Egal, wird ja schon wieder Tag. So, let's go. Okay, rein da. Bin gespannt.
Zumindest kriegen wir ein Item von Zelda, eins von Imp. Okay. Oder wir kriegen gar nichts. Alles klar, es wird automatisch übersprungen. Dann habe ich das wohl im Randomizer so eingestellt. So ein paar Bilder von Mario. Ein bisschen Geld mitnehmen. Und hier drüben einmal eine Bombe auslösen. Na, das machen wir doch. Okay, let's go, Zelda. Geil, ein Rubin. Und ein Herzteil. Für Majora's Mask. Und tschüss. Einfach hier vor die Tür geworfen, okay. Alles klar. Verstehe. Bam, raus. Schade. Auch nicht so Vorteilhaftes, ne, für uns. Würde ich sagen, rennen wir auf der Overworld mal ein bisschen rum. Und durchströmen mal die einzelnen Löcher. So. Hier nehme ich gleich nochmal Geld mit. Sollte man im Moment erstmal noch machen. Na, immer wenn es lohnt, hier ein bisschen Kohle abstauben. Für den Fall der Fälle. So, hier hinten in dem Loch war ich schon, ne? Da ist, glaube ich, normalerweise ein Stein drauf. Ich glaube, da war ich schon drinne. Yep. Alles klar. Nur noch mal für mich zum Erinnern. Da ich ja mittlerweile auch so oft Ocarina of Time und so weiter durchgespielt habe und Randomizer gezockt habe, muss ich mich immer mal an solche Sachen erinnern. Weil es ist einfach unendlich viel Content in meinem Kopf, den ich gerne vergessen würde auch. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder Riesenananas. Und schnell da rein. Auch so unglaublich komische, krasse Gegner. Okay, wir sind wieder mal Majora's Mask drinne. Let's go. Papa. Und? Dekunus. Keiner braucht eine Dekunus. In Majora's Mask sind wir halt auch relativ schwach noch unterwegs, ne? Hier haben wir schon 5 Herzen. 6 Herzen. Aber dafür haben wir in Majora's Mask ja... ja. Die Maske der grimmigen Gottheit. Und die können wir halt überall einsetzen. Und ich glaube, hier gibt es auch noch mal ein Loch, ne? War das nicht so? Ist halt auch so krass versteckt, ey. Wahnsinn. Okay, wir sind ja mal Majora's Mask drinne. Her damit. Sag mal. Was habt ihr denn für ein Pech aktuell? So, schnell raus wieder, bevor der nächste Tag anbricht. Wahnsinn. Also das Glück ist uns aktuell nicht so hold. Ich glaube, es gibt hier auch nicht mehr so viel zu entdecken. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es da oben jetzt ein Loch gibt. Als Kind möglicherweise. Wir gucken mal. Mir gehen auch langsam die Bomben aus. Sehr schön. Okay, ich war zu schnell für mich selber. Okay, wir sind mal wieder in Ocarina of Time in irgendeinem Loch. Let's go. Ein goldenes Skulltula-Token. Wir sind jetzt bei 5 bei uns selbst, ja? Jo. Okay. Gespeichert habe ich mal. Der Part neigt sich dem Ende, Leute. Wir könnten auch hier nochmal reingehen. Ich hätte aber gesagt... Ja doch, oder? Hier gibt es ja nichts aktuell. Wir gehen hier mal rein. So, was kann man hier machen? Auch nicht so viel. Hier kommt erstmal eine Skulti jetzt. Da kann man zumindest mal gucken...
was die verbirgt. Auch nur ein Skuldi-Symbol. Also jetzt auch nichts Besonderes. So, was wir hier machen können, ist mit dem Huhn einmal fliegen. Aber theoretisch einfach nur darüber zu der Schatzkiste und da ist... Ist da ein Herz da drin? I think so. Oh! Ja, scheiße. Bringt mir auch gar nichts. Wo sind denn die Songs? Das hier sind die Songs. Hä? Ah. So, okay. Ah doch, warte mal. Bringt mir das was? Kann ich damit den Typen erwecken? Ich glaube schon, ne? Aber da brauche ich die Maske noch dazu. Okay, dann hätten wir das einmal. Und dann, ja. Ach so, ich hätte dahin noch gehen können, ne? Da gibt's auch noch ein random Item unterm Wasserfall. Shit, das hätte ich holen können, ja. Ah, okay. Machen wir später. Wir gehen erstmal an den Haiersee. Muss ich mir merken, dass wir da nochmal zurückkommen auf jeden Fall. Und uns das Item hinterm Wasserfall holen. Das war dumm von mir. Hätte ich mich beeilen müssen. Aber naja. Müssen wir halt nochmal hingehen. So, Skulltulas. Haben wir hier auch eine? Frage ist... Sinnlos. Okay. Es wird Tag. Wir gucken mal hier rein. Was haben wir denn hier Schönes drin? Jo. Auch komplett useless. Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Schreibt mir gerne ein paar Tipps und Ideen in die Kommentare, wo wir hingehen sollen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.